Nicht jede Meerjungfrau ist reich. Zum Beispiel Ivy. Sie muss Flugblätter verteilen, um Geld zu verdienen. Sie ist von der Partnervermittlung. Oh, wenn sie nur einen reichen Meerjungmann treffen könnte. Sieht so aus, als würde Olivia das Gleiche denken. Sie ist eine der reichsten Meerjungfrauen. Ihr Ringfinger ist einsam. Um das Herz eines reichen Meermanns zu gewinnen, muss Ivy wie $1 Million aussehen. Wenn der Spiegel auseinanderfällt und deine Schminktasche voller Schrott ist. Zum Glück für Ivy hat sie einen kleinen Helfer, Vincent Jellyfish. Vincent ist reich und beliebt. Er ist gut mit Ivy befreundet. Er macht aus ihr eine echte Schönheitskönigin. Das wird nicht lang dauern. Quallen sind toll mit ihren Tentakeln. Ein paar Minuten später und Ivy ist wunderschön. Aber ihr fehlt was, zum Beispiel Lippenstift. Leider ist der Lippenstift im schlechten Zustand. Genau wie ihr Make-up. Vincent Jellyfish kann helfen. Er sticht in Ivys Lippen, damit sie aufplustern. Das brennt. Aber sie sehen schön und prall aus. Quallen sind toll im Schminken. Bye, bye. Olivia hat keine Probleme damit, sich zu schminken. Also kann sie ihr Make-up selber machen. Aber dieser Spiegel ist nicht genug. Er ist zu klein. Er zeigt nicht Olivias Schönheit. Wir brauchen einen neuen. Wenn du eine schnelle Unterwasserlieferung brauchst, ruf einfach Crab Eggs, der Versanddienst mit den besten Kurieren. Nun, das ist, was die Werbung sagt. In Wirklichkeit ist diese Art von Arbeit hart für eine Krabbe, aber sie machen meistens trotzdem mit. Arbeit ist Arbeit. Diesmal liefern sie einen großen Spiegel aus. Versand am selben Tag zum Great Barrier Reef. Olivia ist des Wartens müde, sie ist verärgert. Die Krabben haben ihr den Spiegel gebracht, auf den sie gewartet hat. Aber sie brachten ihn an den falschen Ort. Crab Eggs hat sich vertan. Krabbe Lee hat schon einen Bodenspiegel. Warum sollte er einen zweiten brauchen? Die armen Krabben werden nochmal hin müssen. Ivy braucht schon wieder Geld. Aber sie hat keins mehr. Sie sucht sich einen neuen Job. Oh, sie hat was Gutes gefunden. Ein Kindermädchen zu sein. Das wird gut bezahlt. Sieht aus, als würde dieser Fisch in den Urlaub fahren. Und Ivy wird auf ihre kleinen Brütlinge aufpassen müssen. Yes. Aber es wird nicht so lustig. Babyfische sind sehr langweilig. Alles, was man tun kann, ist sie füttern und ins Bett bringen. Da ist kein Spaß. Aber wenigstens wird's gut bezahlt. Das ist es wert. Bevor man seinen zukünftigen Ehemann trifft, sollte man frühstücken. Olivia macht sich bereit, ein klassisches, teures Frühstück zu essen. Goldkiesel. 60% reines Gold, 40% Fischfutter. Gieße Walmilch über das Ganze und schon ist man fertig. Das Frühstück für Champions. Was kann der Taucher noch vorschlagen? Reiche Meerjungfrauen lieben es, den Lieferservice zu nutzen. Sie haben für jeden was dabei. Verschiedene Würmer. Exotische Algen. Korallenbonbons. Schwere Entscheidung. Deswegen kauft Olivia alles. Hier findet sie bestimmt was Gutes. Olivia hat so viel gegessen, dass sie eingeschlafen ist. Hey, du könntest durch deinen Mann schlafen. Sie hat eine Schildkröte gerufen. Sie muss einen Diener rufen. Nein, dafür ist keine Zeit. Olivia kann die Sachen selber packen. Sie schafft es gerade noch so. Ihre goldene Schildkröte ist da. Ivy kann sich kein Taxi leisten, also nimmt sie die öffentlichen Verkehrsmittel. Es fährt immer zu spät, aber es ist in Ordnung.
Ivy will wissen, was ihr Schwarm in seiner Freizeit macht. Oh mein Gott. Wow, dieser Meerjungmann ist so sportlich. Er ist so gut. Er spielt gegen einen Menschen. Und ihm bei seinem eigenen Spiel schlagen zu können. Wow, ich muss gut genug sein. Und Ivy wird trainieren müssen. 100 Flossen pressen. 2, 3, 99. Unter Wasser trainieren ist sehr schwer. Sollte sie aufgeben? Aber der Anblick dieses Meermanns gibt ihr Motivation. Sie klebt einfach ein Bild von ihm an die Flosse. Zurück zur Arbeit. Olivia ist dabei, eine Meerhexe um Hilfe zu bitten. Sie will Triton mit etwas beeindrucken. Vielleicht mit schön menschlichen Beinen? Meerjungfrauen mögen wirklich menschliche Körperteile. Olivia muss ihren Wunsch richtig formulieren. Upsi! Sie hat ihre Flosse in Arme verwandelt. Jetzt muss sie alles zurücklegen. Gut, dass sie eine Versicherung hat. Olivia ist so beschäftigt, sich auf das Treffen mit Triton vorzubereiten, dass ihr Haus ein Chaos ist. Sie wird einen Reinigungsservice brauchen. Eine reiche Meerjungfrau kann nicht selbst aufräumen. Dafür hat sie Anchovies. Die Jungs sind Profis. Sie arbeiten rund um die Uhr, solange sie nicht in die Dose gesteckt werden. Die machen jeden Job für Geld. Wow! Aber diese beiden speziell fressen kein normales Futter. Sie sind vom VIP-Service. Olivia hat einen Weg, um den wählerischen Fischen Elite-Futter zu geben. Da ist Gold drin. Die Anchovies lieben es. Ja, sie essen besser, als sie arbeiten. Ivy ist immer noch auf der Suche nach einem Job. Sie hat gerade was Interessantes gesehen. Dieses Mal ist es Tier-Sitting. Als Ivy den Job annimmt, hatte sie keine Ahnung, dass sie es mit wilden Schnecken zu tun hat. Was ist der Sinn, eine Haustierschnecke zu haben? Warum sollte das jemand machen? Schauen wir mal im Unterwasser-Web. Oh, es sieht so aus, als könnte man Schnecken zur Hautpflege nehmen. Olivia will ihre Flosse gegen was Besseres tauschen. Also geht sie zur trendigsten Boutique auf dem Meeresgrund. Exklusive Flossen von Madame Fish selbst. Es gibt billige und sehr teurere. Olivia braucht die Flosse aber nicht. Sie wird einfach das Preisschild nehmen. Sobald sie es an der Flosse hat, wird jeder wissen, wie viel ihre Schuppen wert sind. Ivy ist gekommen, um was Neues zu holen. Madame Fish ist sich nicht so sicher. Also bietet sie ihr abgenutzte Flossen an. Beurteile eine Meerjungfrau nicht nach den Schuppen. Ivy hat genug verdient, um eine ganz neue Flosse zu kaufen. Es spielt keine Rolle, was sie bezahlt. Heilige Makrele, ein Meermann? Er ist an Ivy interessiert? Nein, nein, er will die goldene Flosse. Sieht aus, als wäre er nicht fähig zu lieben. Ivy ist in seinem Bann. Die Muscheln sind kein Thema, Madame Fish. Ivy wird sie alle zählen und für sich behalten müssen. Olivia ist dabei, ihre Fotos an den Meermann zu schicken. Sie wird die besten aussuchen. Das ist bei einem Wasserfall. Das ist einer Perle. Und das beim Untergang der Titanic. Diese Mappe wird garantieren, dass Triton mich mag. Ivy muss auch Fotos raussuchen. Gut, dass sie ein ganzes Album hat. Ah, so viele Erinnerungen. Die kann sie nicht schicken. Aber sie wird was finden. Der Moment der Wahrheit.
Triton ist dabei, sich eine Gattin zu suchen. Welche der reizenden Meerjungfrauen wird er denn wählen? Was machen die beiden hier? Hat Crab Eggs sich wieder vertan? Warte, das ist der Spiegel, den ich bestellt habe. Er ist dabei, uns die schönste Kreatur unterm Meer zu zeigen. Es ist Triton. Der Wassermann hat seine Wahl getroffen. Er ist in sich selbst verliebt. Was zur Krabbe? Olivia und Ivy hätten einen Narzissten fast geheiratet. Du hast keine Ahnung, was für Glück ihr habt. Wie fandet ihr die Geschichte von Ivy und Olivia? Welche Meerjungfrau hat euch besser gefallen? Schreibt es in die Kommentare und vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, damit ihr kein Video von Trum Trum Trick verpasst.